Hallo zusammen, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euch Multicraft installieren könnt. Wer Multicraft nicht kennt, es ist einfach ein Webinterface, das zur Verwaltung von Minecraft-Servern dient. So, als erstes machen wir wie immer apt-get-update und auch noch ein apt-get-upgrade. Natürlich ist alles up-to-date. So. Als nächstes müssen wir apt-transport-https installieren. Nun können wir auch gleich den Apache-Server installieren. Ich mache die Konfiguration jetzt so, dass der Minecraft-Server und der Web-Server auf einem und demselben Server sind. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt einen Webspace zum Beispiel habt und die Minecraft-Server liegen auf einem anderen Server, ist das auch möglich. Ihr müsst dabei nur beachten, dass der MySQL-Server auch von außen erreichbar ist. Das Ganze könnt ihr einfach mit einem Port-Checker, könnt ihr googeln, überprüfen, ob der MySQL-Server von außen zugreifbar ist. Und wenn er das ist, ist es kein Problem. Falls nicht, müsst ihr, wenn ihr eben einen Webspace habt, müsst ihr vielleicht bei eurem Anbieter fragen, ob das möglich wäre, dass dieser euch den öffnet oder auf eine bestimmte IP-Adresse das zulässt und alle anderen Anfragen ansonsten sperrt. Jetzt installiere ich auch gleich MySQL, weil wir brauchen ja eine Datenbank auch dazu. So, das ist fertig installiert. Nun installieren wir auch noch phpMyAdmin, damit wir die Datenbank auch schön anschauen können. Das ist jetzt auch abgeschlossen. Nun müssen wir noch eine Verlinkung setzen im Apache-Verzeichnis. Das Ganze machen wir hiermit. Nun starten wir Apache nochmal neu. Nun benötigen wir, da wir jetzt Java 8 installieren, noch zusätzliche Repositories. Das Ganze ist schon schnell gemacht. Auch noch den apt-key hinzufügen und apt-get-update, damit er alles holen kann. Denn Java 8 brauchen wir ja jetzt dazu, damit Minecraft funktioniert. Und nun können wir auch Java 8 installieren. Das dauert jetzt ein wenig. Er muss für den Installer einige Dinge installieren. Und nun wird auch gleich nun wird auch gleich Java heruntergeladen. Wir können sehen hier 177 MB. Wenn ihr das Ganze jetzt auf einem Server installiert, dann sollte das in ein paar Sekunden also heruntergeladen sein. Dadurch, dass ich jetzt es hier jetzt lokal mache, dauert es natürlich ein wenig länger. So, nun ist Java auch fertig installiert. Nun können wir auf die Multicraft-Seite gehen. Gehen hier auf Get Multicraft. Drücken hier Download for Multicraft. Ja, wir wollen die Datei speichern, aber ich breche das jetzt hier ab. Drücke hier Rechtsklick, gehe auf Download Link kopieren, denn wir wollen ja nur den Download Link, damit wir das jetzt auf unserem Server herunterladen können. So, wenn wir den Download Link haben, wechseln wir in das Home-Verzeichnis, laden das Ganze mit wget herunter. Das Ganze ist jetzt heruntergeladen. Nun entpacken wir das Ganze und wir können sehen, es wurde erfolgreich entpackt. Nun wechseln wir in den Ordner mit cd Multicraft, führen die Setup sh durch. Das machen wir mit Punkt Slash Setup, drücken Tab und nun folgen wir dem Installer. Ja, wir wollen natürlich die Minecraft-Server, dass jeder Minecraft-Server einen eigenen Benutzer hat. Ja, das Ganze soll Minecraft heißen.
User wurde bisher noch nicht gefunden. Ja, sollte erstellt werden. Hier könnten wir auch noch angeben, wenn wir das Installationsverzeichnis ändern möchten. Aber ich lasse das standardmäßig jetzt so. Eine Lizenz haben wir derzeit nicht. Hier können wir noch angeben, falls wir mehrere sozusagen Daemons, weil es ist einfach so mit Daemons unterteilt. Auf jedem Server läuft ein Daemon. Und hier könnte man die IDs eintragen, aber wir haben nur lediglich diesen einen. Wenn wir mehrere hätten, bräuchten wir hier eine dynamische oder eine, ja, Custom-Lizenz sozusagen. Ja, das Webinterface läuft auch auf dieser Maschine. Wenn ihr einen Webspace habt, drückt ihr natürlich Nein. Ja, der User passt. Die Location passt auch. Denn jetzt kopiert er uns alle Dateien, die wir benötigen, dorthin. Jetzt ist es gut, wenn hier ein Daemon-Passwort gesetzt wird. Wir müssen das jetzt nicht unbedingt machen, da wir erstens im eigenen Netzwerk sind und ich ja nur das für den Server für das Tutorial benutze. Aber normalerweise würde man hier das ein Daemon-Passwort setzen. Okay, ich mache das einfach jetzt hier. Weil das Daemon-Passwort ist dazu da, dass man sich nachher beim Webinterface sozusagen authentifiziert und ja, sozusagen es akzeptiert wird. Ja, wir wollen den FTP-Server verwenden. Hier können wir das leer lassen. Hier könnten wir auch noch das blocken, wenn nur Char, also dass keine Char-Files oder andere ausführbare Dateien hochgeladen werden sollten. Da mache ich Nein, denn wenn ihr Kunden habt oder ähnliches, ist es natürlich auch schlecht für die, wenn sie keine Char-Dateien hochladen können. Hier können wir jetzt auch noch auswählen, ob wir MySQL wollen oder SQLite. SQLite machen wir jetzt nicht, denn wir haben uns einen extra MySQL-Server angelegt. Also geben wir MySQL ein. Ja, Database Name, Minecraft Daemon, User. Geben das Passwort ein. Ein ZIP-Programm wird noch installiert und ein ZIP-Programm. Und nun wird die Installation durchgeführt. So, es wurde alles durchgeführt. Ja, wir können das Ganze speichern. Nun gehen wir in unseren Browser. Können hier auf die IP-Adresse gehen und auf Multicraft und wir werden gleich zum Installer weitergeleitet. Jetzt können wir Start Installation machen. Hier gibt es einen Check, ob wir alles erfüllen. Leider erfüllen wir das hier noch nicht. Das müssen wir noch ändern am Server. Dazu gehen wir in die Apache-Konfiguration. Gehen runter. Hier auf Directory www und ändern das ganze Allow Override von None to All. Dann gehen wir mit Steuerung X, Y oder Ja, speichern das Ganze. Nun starten wir Apache nochmal neu, damit alles übernommen wird. Und wenn wir die Seite jetzt nochmal neu laden, können wir sehen, es passt. All Requirements met. Also wir können jetzt die Installation fortsetzen, gehen auf Continue. Er konnte auch die Konfiguration kopieren. Das passt auch. Hier verwenden wir nicht SQLite, sondern MySQL natürlich. Dazu legen wir jetzt in PHP MyAdmin einen neuen Benutzer an. Okay, wir wurden ausgeloggt. Die Sitzung ist abgelaufen, aber wir gehen jetzt hier auf Benutzer, legen einen neuen Benutzer an, den nenne ich mein Multicraft Panel. Host kann man so lassen, wir können auf Local stellen, gebe ein Passwort dazu ein, erstelle eine Datenbank mit gleichen Namen und gewähre alle Rechte, das wollen wir natürlich auch.
So, der Benutzer wurde hinzugefügt. Das Ganze tragen wir jetzt hier auch noch ein. Drücken auf Save. Nun können wir hier auf Initialisieren der Datenbank gehen. Wir sehen, er hat probiert zu connecten. Es wurde alles erstellt. All done. Wir können weitergehen. Nun sollte der Login funktionieren. Damit wir weitergehen können, müssen wir uns sogar jetzt einloggen mit admin. Das passt. Nun können wir auf Continue gehen. Jetzt stellen wir den Daemon ein. Das machen wir jetzt auch wieder. Hier erstellen wir ganz normal wieder eine Datenbank. Okay, das N können wir leider nicht mehr benutzen. Stellen hier auf Local. Machen das Ganze wieder. Erstelle eine Datenbank. Passwort, alles wie vorhin im Panel. So, die Daten tragen wir jetzt wieder hier ein. Gehen auf Save. Gehen auf Initialize Database. Alles hat funktioniert. Es ist grün, all done. Können wir weitergehen. Nun können wir hier einige Dinge eintragen. Contact, also Administrator Contact, E-Mail. Das wird später dann, oben wird es einen Punkt Support geben. Da steht dann die E-Mail-Adresse, die ihr hier einträgt, drin. Wir könnten auch die API benutzen. Das ist nötig, falls ihr ein automatisches System habt, also wenn ihr Hoster seid und ihr zum Beispiel WHMCS verwendet, dann würde er auf die API zurückgreifen, damit der Server automatisch eingerichtet werden kann. Aber wie das geht, das könnt ihr euch im Detail, wenn ihr das braucht, anschauen. Language machen wir normal Deutsch. Theme gibt es drei verschiedene. Es gibt das Default, also das hier, das klassische. Das kann ich euch auch gleich zeigen. Und hier müssen wir das Passwort für die Daemon Connections eintragen. Das, wenn wir bei der Installation das Ganze leer gelassen hätten, müssten wir jetzt hier nichts eintragen. Aber wir haben das Ganze nicht leer gelassen, sondern haben ein Passwort festgelegt, also geben wir das hier ein. Drücken auf Save. Das Ganze passt. So, nun müssen wir das, was hier steht, also die Database, DB-User und DB-Passwort und auch hier das Passwort in die Multicraft.conf eintragen. Dazu wechseln wir wieder auf den Server. Gehen zurück, gehen in den Minecraft-Ordner. Dann befindet sich hier eine Datei mit multicraft.conf. Diese öffnen wir. So, nun gehen wir runter. Sehen hier, Passwort ist bereits Tutorial eingetragen. Also das passt mit dem, was in unserem Browser steht. Nun müssen wir zu den Datenbank-Benutzern. So, das ändern wir natürlich. Wir haben Multicraft Demo und nicht Daemon. Der Benutzer ist jetzt auch nicht mehr das, sondern wir können einfach das kopieren. Und das Passwort ist genau das gleiche. Hier könnten wir auch noch angeben, wie unser Daemon heißt. Das geben wir natürlich auch an. Das ist der Tutorial Server. Warum ich das jetzt eintrage, werdet ihr gleich sehen. Wir können auch noch einige Sachen hier festlegen. Ich meine, das könnt ihr euch alles im Detail durchsehen. Ja, hier FTP-Dinge. Was noch vielleicht noch wichtig sein könnte, ist hier die Default-Settings. Könnt ihr hier auch noch einstellen. Und ja. So, dann speichern wir das Ganze. Nun können wir den Daemon starten mit dem Befehl, drücken Start, wir bekommen die Rückmeldung, es wurde gestartet. So, nun wechseln wir zurück in den Browser. Jetzt können wir sehen, es wurde bereits erkannt, Detected Daemons. Sehen wir ID 1, haben wir hier eingestellt. Hier sehen wir auch den Namen, Tutorial Server, IP-Adresse. Arbeitsspeicher hätten wir auch in der Konfiguration angeben können. Server sind hier noch null installiert und
welche Version wir installiert haben und es passt. So, jetzt gehen wir auf Continue. Jetzt wird uns gesagt, wir sollten die install.php-Datei löschen. Das können wir später machen. Continue. So, jetzt haben wir hier unser fertig installiertes Multicraft Web Interface. Als erstes können wir einen Benutzer anlegen. Den nennen wir jetzt Tutorial. Ja, es ist ein ganz normaler Benutzer. E-Mail-Adresse tutorial@edgefuzzle.at. Kennwort geben wir ihm auch noch. Und klicken auf Erstellen. So. Jetzt sehen wir, es gibt den Admin und auch den Tutorial-Benutzer. Nun gehen wir in die Einstellungen. Hier könnt ihr euch das Ganze auch durchlesen, was Minecraft Euler, also der Knopf ist sicher sehr hilfreich. Ihr könnt aber auch auf automatisch akzeptieren gehen, was natürlich die bessere Variante ist, weil dann funktioniert es immer. Gehen wir auf Speichern hier. Hier habt ihr die Möglichkeit, Minecraft Server direkt von Multicraft, also die Multicraft, die Versionen zur Verfügung stellt, herunterladen. Oder ihr könnt auch eigene, hier bei Dateien verwalten, könnt ihr auch eigene verwenden. Also hinzufügen, hier, man braucht immer eine Datei, also Datei-URL, das ist die ganz normale Char-Datei, und auch eine Konfigurationsdatei dazu. Hier könnt ihr auch dann auch den Namen eingeben und hier könnten wir die bereits installierten löschen. Auch kann man angeben, wo alle heruntergeladen werden sollen, ob es nur auf dem einen sein sollte oder alles auf allen heruntergeladen werden sollte. So, Default Minecraft Server, ja, können wir aktualisieren gehen, lade herunter. Das Ganze soll schnell heruntergeladen sein. Es passt, gehen auf Los, sehen aktuell, lädt das Ganze nochmal herunter, okay. Ist aktuell, dann passt das. Ja, Panel-Konfiguration, hier könnt ihr sehen, Theme, Standard, jetzt gehen wir mal auf Classic. Das ist das ganz alte, ja, durch das benutzen wir, okay. Das ist eben das alte, ja, wenn euch das besser gefällt, könnt ihr auch das einstellen. Dann gibt es noch, ja, Mobile Design, das sieht jetzt, ja, ist halt jetzt ein bisschen blöd so. Und auch Simple Design. Da ist hier ganz schmal und ich glaube auch fast keine Animation oder sonst irgendetwas. Aber wir machen natürlich wieder das Default rein. Also der Standard hier. Ja. Ja, hier könnt ihr auch noch einstellen, Willkommens-E-Mail und ja, was ihr eben alles braucht. Aber falls ihr das braucht, lest euch das einfach durch. So, nun erstellen wir unseren ersten Server. Den benennen wir jetzt Tutorial. Server-Slot machen wir einfach 5. Benutzer zuweisen. Das ist hier ein bisschen blöd, denn er sagt nicht, welchen Benutzer es gibt. Ihr müsst genau wissen, wie der Benutzer heißt oder einfach zumindest den ersten Buchstaben eingeben. Oder, okay, mehrere Buchstaben, ja. Dann schlägt er euch den Namen vor und ihr könnt ihn anklicken. IP-Adresse, leer für Standardwert, ja. Können wir hier auch welche angeben, aber ich gebe einfach 192.0.85, denn das ist jetzt meine IP-Adresse. Port lassen wir natürlich den Standardport. Und Arbeitsspeicher machen wir 1 GB, also 1024. Man muss den Wert hier in MB angeben. Die Char-Datei könnten wir auch noch angeben. Ja. Hier die Welt und ja, Daemon-Char-Verzeichnis, also von wo er die Chars holen sollte. Ihr könntet auch Server-Basis-Verzeichnis angeben, dann würde er sich dann die Char-Dateien direkt im Ordner suchen. Aber wir wollen das jetzt nicht, sondern wir wollen, dass es vom Daemon-Char-Verzeichnis geholt wird. Und erstellen den Server. So.
Nun haben wir den Server erstellt, können hier auch starten. Sehen wir CPU-Auslastung 100%, natürlich beim Starten, Arbeitsspeicher wird auch belegt. Wir haben hier die Konsole, ziehen wir Preparing Spawn Area und der Server wurde gestartet. Normalerweise sollte das bei euch wahrscheinlich schneller gehen, nicht erst in 13 Sekunden. Und hier können wir dann auch anhalten, neu starten. Wenn wir neu starten klicken, wieder gestoppt der Server, wird neu gestartet. Dauert ein bisschen. So, wurde gestartet. Wir können auch hier den Log leeren. Wenn wir nochmal reingehen, ist er natürlich leer. Hier haben wir auch die Möglichkeit Chat. Also wir könnten hier auch schreiben, Hallo. Dann würde das an den Server gesendet werden. Ja, wir können hier sehen, Admin, Hallo. Und ja, dann joinen wir mal auf den Server. So, dazu bin ich hier Direct Connect, die Server-IP und wir klicken auf Join Server. So, jetzt sind wir hier am Server. Das hat jetzt ein bisschen gedauert und wir können gleich hier etwas abbauen. Ja, schön. Crafting Bench, ja. So, jetzt schauen wir uns das Ganze im Panel nochmal an. So, wir sehen jetzt hier einen von fünf Spielern. Wir sehen hier Energy Fossil ist drauf, das passt. Wir könnten hier auch, sehen wir, ja, ich bin gejoint. Wir könnten hier auch uns OP-Rechte geben, OP Energy Fossil. Sehen wir Opt Energy Fossil. So sollten wir jetzt OP-Rechte haben. Hier auch den Chat, Player, Energy Fossil Connected. Ja. Gibt es hier auch noch die Möglichkeit, Server Properties alles hier einzustellen. Hier, das könnt ihr alles hier mit so einstellen und müsst nicht irgendwelche Textdateien bearbeiten, sondern gebt das einfach hier ein, was ihr alles haben möchtet. Ja, Euler ist natürlich akzeptiert. Sonst hätten wir den Server gar nicht starten können. Ja, ihr könnt euch einfach hier ein wenig spielen. Ihr könnt euch einfach hier ein bisschen damit auseinandersetzen. Jetzt ist hier Default eingestellt, aber wir könnten auch einen Spygate-Server starten. Oder je nachdem, was ihr einfach wollt. Und wenn ihr das hier ändert, könnt ihr schon sehen, wird das automatisch immer sofort übernommen und die Seite neu geladen. Dann können wir jetzt nochmal schauen, ob wir auch wirklich OP-Rechte erhalten haben. Ändern wir unseren Game Mode. Game Mode 1, ja, hat funktioniert. Und wir sehen, wir können jetzt hier umherfliegen. Und ja, es funktioniert alles. Und ihr könnt auch gemeinsam mit euren Freunden jetzt darauf spielen. Und das Ganze schön über ein Webinterface steuern. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und ihr wisst nun, wie ihr euch Multicraft installieren könnt auf eurem Server. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Danke fürs Zusehen. Tschüss.